Und so sieht das halt aus, wenn man hier drum geht. Sehr viele Kisten. Das hier müssten dann eigentlich schon mal 40 sein, plus das hier halt 80. Und ich habe in der anderen Welt, habe ich, glaube ich, 86 Kisten. Nee, das sind 80 Kisten, weil ich hier genau. Also das ist mein Lager. Nur dieser eine Abschnitt ist das Lager, was ich im anderen Haus habe. Also in der anderen Welt. Und das ist jetzt 1, so 2, 3, 4 mal so groß. Auch wenn das eigentlich sowieso schon wieder nicht stimmen könnte, weil 80 mal 2 sind ja nicht 200. Aber es könnte halt fast stimmen. Ich weiß es halt immer noch nicht genau. Man ist aber auch nicht so schlau. Also ich nicht. Genau, Hundi. Was machen wir jetzt? Genau, wir wollten erstmal ernten gehen. Gucken wir mal. Nee, komm, das dauert eh noch viel zu lange. Wir gehen jetzt erstmal. Ich zeige euch jetzt erstmal das Festland. Sehr, sehr schön. Wirklich. Das Festland ist wirklich ein sehr, sehr schönes. Das Holz habe ich wieder in die Kiste gelegt, ne? Nee, ich hatte nur Stöcker draus gemacht. Ach so, ist ja komplett weg. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das aussieht. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön, dass es das noch gibt. Und bei einem Graslandbiom kann man halt sehr, sehr viele Sachen bauen und große Sachen auch. Ich sag immer sehr, sehr. Auch wieder ein neuer Trend, den ich so habe. Schnell bremsen. Hier. Es ist bald reif. Es ist wirklich bald fertig. Wenn wir zurückkommen, ist es immer noch nicht fertig, weil wir im anderen Chunk sind, aber es ist bald fertig. Ich werde jetzt aber auch nicht mehr viel zu viel verbrauchen, weil wir haben nicht mehr so viele Sachen hier. Nur noch halt die 52 Brote und ein bisschen Fleisch. Und ich will mir das gerne für die Weltreise ein bisschen aufbewahren. Und ich habe das Boot liegen lassen. Gibt's doch nicht. Das habe ich wieder liegen lassen. Und es ist nicht im Inventar. Merkt man natürlich auch erst, wenn man es wieder braucht, das Boot. Dann merkt man schon, oh, das Boot ist ja gar nicht da. So ist es leider. Deswegen gehe ich jetzt auch hier, ne? Energie muss gespart werden. Von ungefähr da muss halt irgendwo dieses infizierte Monster gekommen sein. Das ist ein neuer Detektiv, Like-Fall. Der neue Fall für Sherlock, MC. Und da hinten ist es auch schon. Man merkt schon, das ist direkt, fängt direkt an. Und da sieht man auch schon Grasland. Man denkt erstmal Wüste. Ne, also. Da denkt man erstmal halt gleich Wüste, aber nein, es ist ein anderes Biom. Es ist auch schon relativ nah da dran, weil man kann das schon direkt sehen. Und da gibt es halt so viele große Anbauflächen. Auf der Serverwelt habe ich nämlich hier auch so ein Biom gefunden. Da wollte ich halt ein Haus bauen. Und das war nicht irgendwo, nicht irgendein. Das war nicht irgendein Haus, sondern es war ein Bauernhaus. Und ich habe dafür halt eine sehr flache Gegend gesucht und habe ich eine Ebene gefunden in so einem richtig kleinen Mini-Graslandbiom. Das war ungefähr fünfmal größer als das Haus. Nur. Und da war eine perfekt abgeflachte Ebene. Komplett flach. Ich musste überhaupt nichts angleichen. Es war so geil. Die Kohle nehme ich erstmal mit. Kann man immer gebrauchen. Und hier hat man halt dann richtig viel Platz und habe ich halt einen richtig schönen Bauernhof gebaut mit Kühen und so, ein riesen Weizenfeld. Und darunter habe ich ein Lager gebaut. Also ist alles richtig geil. Und es geht ja einfach nur, wenn man sowas halt hat. So ein riesiges Biom. Hier kann es auch gerne Nacht werden. Da fahre ich halt nach Hause. Ist doch nicht kein Problem hier. Und hier ist nochmal eine richtig große Fläche, wo wir es bauen können. Hier müssen wir auch nochmal ein Schild hinsetzen. Ne, dass der offizielle Start ist, der Bundesstaat. Richtig schön. Hier überall noch Schafe und so. Also, wenn wir nochmal Schafe brauchen, dann haben wir die auch noch. Hier auch sogar ein Kakaoschaf.
Auch richtig schön, dass hier keiner rassistisch ist. Finde ich super, dass sie ja so zusammenleben. Und noch einen richtig schönen Mini-Strand als Vorlage für ein Strandhaus. Und eine kleine Mini-Insel, die so ein bisschen Gronkh-like ist. Hey, ist ja ehrlich so. Wird dunkel, aber es interessiert mich nicht. Denn wir haben eine Rüstung, wir haben ein Schwert und eine große Fresse. Hühnchen. Aber kein Huhn, ganz ehrlich, kein Huhn ist so cool wie unser Hausküken. Nicht mal das Evil Chicken. Boah, echt schön. Und hier noch ein See. Und. Nee. Ja, ist es etwa, ist es etwa Ice Plains da drüben? Das wäre richtig cool. Nee, doch nur Schneewald. Schade. Ich gehe halt so ein bisschen erkunden. Ich weiß, da geht's halt nach Hause. Das kann ich mir, glaube ich, noch merken. Boah, eine Höhle. Markieren, sofort. Alter, die Fackeln haben aber auch Power. Okay, hier ist ein See. Aber echt ein großer See, ne? Geht er hier noch weiter? Ich gehe hier mal einfach mal so rum. Mit dem Schwert in der Hand. Und 10 Kohle. Das ist doch richtig schön. Oh, wir haben Birken. Birke! Davon nehme ich mir erstmal eine mit. Dann haben wir nämlich Setzlinge und dann können wir uns noch mehr mitnehmen. Oh, so schön viele große Flächen, wo wir was bauen könnten. Die alle mit Gras bewachsen sind, wo wir richtig schön viele. Ein Skelett auf einer Spinne. Ein Spider-Jockey, also. Spawnrate 1%. Den schnappen wir uns. Leute, den werden wir uns schnappen. Die Setzlinge kommen hier hoffentlich raus. Wir haben jetzt erstmal eine Birke. Ich würde gerne einen Birkensetzling haben, bevor das losgeht. Denn ich will den Spider-Jockey erledigen. Ich habe echt Bock. Das ist das ultimative Achievement, was wir noch haben. Damit können wir unsere nicht vorhandene Ehre retten. Boah, Enderman-Versammlung hier. Vorher noch was essen. Und jetzt geht's ab in den Fight. Moment, ist das schon despawned? Nein, der ist weg. Er ist weg. Och man, das wäre so cool gewesen. Ich guck mich hier halt nochmal so um. Nee, der ist echt despawned, schade. Ja, dann eben nicht. Hätte mich auch gefreut. Erstmal einen Setzling schnappen. Immer noch keiner. Die Birken, die werfen doch Setzlinge ab. Also, die werfen doch genauso viele Setzlinge ab wie auch normale Bäume. Verstehe ich nicht. Oh, cool. Setzling. Ja, okay, einer reicht erstmal. Wir können uns ja noch später neue holen. Ah, Spider-Jockey. Warum musstest du nur gehen? Also, ich will die jetzt nicht herausfordern oder so. Soll jetzt keine Herausforderung sein, aber hier können wir uns halt noch ganz gut zurechtfinden. Hier gibt es zur Not auch noch Schafe, wenn wir da drüben keine finden, für unsere Schafsfarm. Zombie. Und der See ist auch ein richtig gutes Zeichen. So eine richtig gute Orientierung, damit wir immer wissen, wo lang wir müssen. Und Birken haben wir halt auch. Hier können wir auch eine riesige Baumfarm bauen, ehrlich gesagt. Ein richtig schön riesiges Gebiet haben wir hier. Spinne könnte ich herausfordern. Okay, die hat mich eh schon angeguckt. Die hat mich aber ganz schön weit schon gesehen, ne? Von ganz schön weit her. Creeper ist mir relativ egal. Ich gehe jetzt mal einfach so. Achte mal nicht auf den Creeper. Die Fäden können wir einfach wegtun. Nee, es sind doch Ice Plains. Genau sowas meine ich. Ich finde dieses Biom einfach so ultra cool. Mit zugefrorenen Seen und so. Ich liebe es. Da gehen wir jetzt mal hin. Mal gucken, wie das aussieht. Also mit Shadern, ne? Oh, Eis. Mit Shadern sieht das richtig geil aus auf dem Eis, weil das Licht spiegelt sich dann im Eis und das sieht übelst geil aus. Es wird halt reflektiert. Und das ist einfach richtig geil. Das kann ich euch ja mal zeigen. In einem Thumbnail von irgendwie, ich glaube ab Folge 80 oder so werde ich die Thumbnails auch so machen. 80 bis 90 wird halt das Thumbnail so sein, dass halt hier Schneewelt zu sehen ist. Reflektierende Eisflächen. Und das sieht einfach so geil aus. Hier kann man auch richtig gut Schlittschuh laufen.
Und man kann auch richtig gut ertrinken. Und vom Skelett getötet werden. Also es gibt eigentlich echt Möglichkeiten auf dem Eis. Na, Lust auf Schlittschuh laufen? Alter. Aber man hat gerade eben richtig gut gesehen, wie der Pfeil, na, boah, das hat echt eine Reichweite, das Schwert. Mit dem Eis kommt das Ding wohl nicht so gut klar. Boah, das Ding trifft auch echt jedes verfickte Mal. Nein, wir trinken. Aber wir haben die EP. Und kein Knochen, aber egal. Und das ist halt richtig schön mit den Ice Plains. Oh, schön, dass wir die hier haben. Das heißt, normale Plains grenzen da also direkt auf diesem Gebiet direkt an Ice Plains. Und bei den Grass Plains ist das richtig geil. Denn mit den Shadern kann man ja auch den Color Boost machen. Also, dass die Farben richtig geil werden. Das ist normalerweise auf 0,1 oder so. Ne, der ist auf 0,0 standardmäßig. Und wenn man den auf 0,3 zum Beispiel stellt, ist der übelst heftig. Das Grün ist so saftig. Also das normale Grün sieht schon aus wie das Grün da hinten. Guck mal, das ist ja direkt dunkelgrün oder grau. Hab ich dich doch gehört, Zombie. Auf dem rechten Ohr. Kannst mir nichts vormachen. Auf dem Eis sehen die irgendwie ganz schön alt aus, weil die keine Chance gegen uns haben. Wenn wir sie trollen. Trolla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 . Trollalalala. Tja, kannst nichts machen, ne? Und das, seht ihr hinten? Es leuchtet richtig grün, ne? So ungefähr sieht das dann beim Shader aus. Ne? Das da sieht so aus wie das. Nur mit Shadern und dass sich das Gras auch noch bewegt. Also übelst geil. Das Ding will uns auch herausfordern, ne? Das schreit doch förmlich danach. Nee, lieber doch nicht, weil das Skelett wird von einer Spinne bewacht. Ah, wir müssen, glaube ich, doch gegen das Skelett kämpfen, weil wir um das Fleisch zu bekommen, müssen wir das Ding heraus. Ja, hab's gewusst. Daneben, du Loser. What? Wie weit schießt das Ding? Das hat ins Wasser geschossen. Diesmal waren wir schneller und haben das Skelett mit wenigen Schlägen erledigt. Und die Spinne auch. Gut, alles sehr schön. Der Creeper kann auch noch gerne herkommen. Na, Creeper? Die sind ja richtig. Oh, nee, nee. Zwei Creeper sind mir zu viel. Die sind richtig schlau geworden, ne? Die gehen auch immer schon Treppen hoch, damit sie nicht irgendwo runterfallen. Ja, kommt ruhig beide her, Mann. Nein! Gut, jetzt haben wir wieder Platz, weil da war eben halt kein Platz mehr. Naja. Oh, nö, der hat das schöne Eis zerstört. Mann, scheiß Creeper. Zum Glück haben wir wieder viel zu viel Erde dabei. Können wir also alles auffüllen. Aber der Schnee, der fällt ja sowieso wieder drauf. Also warum machen wir uns da irgendwie ein Problem? Also ich bin hier nur, um das zu erkunden. Die Weltreise wird, glaube ich, in eine andere Richtung gehen. Nicht die hier, das können wir später immer noch machen. Sprengpulver nehmen wir mit. Oh, echt eine schöne Gegend hier, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Trotzdem bin ich einfach sehr froh, dass wir auf der Insel geblieben sind mit dem Haus. Und hier können wir halt auch noch ein Haus hinbauen, weil wir von unserem Haus sehr schnell hier hinkommen. Das ist nicht so weit. Wir haben ja sogar zwei Stacks dabei. Boah. Zu viel. Von unserem Haus kommen wir sehr schnell halt hier hin. Und unser Haus auf der Insel ist einfach sehr sicher. Deswegen bin ich da auch geblieben, weil das hier ist ja sehr unsicher. Aber in der Eiswelt kann man sich auch so richtig schön ein Haus bauen. Hier zum Beispiel ist doch die perfekte Vorlage. Ja, Spinne. Keine Chance, Mann. Der Sonnenaufgang. Ein Schweinchen können wir nochmal töten. Schon wieder. Schon wieder. Das ist wieder so ein Dorfbewohner-Zombie. Den fotografiere ich, da habe ich ein Fahndungsfoto. Zeig dich. Nee, ich muss nah an den ran. Am besten locke ich den an. Pass mal auf. Den locke ich am besten an. Habe ich nämlich ein Fahndungsfoto von denen. Das kann ich dann der Polizei schicken. Nein. Ich habe ihn nur brennend jetzt, ne? Ja, jetzt habe ich ihn auch fotografiert, als er nicht gebrannt hat. Jetzt habe ich ein Fahndungsfoto für die Polizei. Ach so, wir brennen, deswegen haben wir dauerhaft Schaden bekommen. Ja, genau, mit der neuen Version können dann die Zombies auch die Verbrennung quasi übertragen.